Oh, this you crazy mother. Right. Was sagen wir denn? Keine Ahnung. Wir machen heute ein Reaction-Video. Moin, es gab ja schon lange kein Reaction-Video von uns mehr. Auch kein Let's Read mehr. Eigentlich generell keine. Aha! Mehr. Kennt ihr das, wenn ihr einen relativ behaarten Hintern habt? Are you serious? Nehmen wir noch Klopapier und dann bleibt so ein bisschen was hängen. Ich werde gerade kotzen. Aber heute haben wir mal in unserer Vergangenheitstrickkiste gewühlt. Ja, heute gucken wir Abschlusskasse 2006 oder auch 2005. Wer sich noch erinnert, 2005, 2006 nach der Schule ProSieben angemacht zu haben und kommt mit uns in eine Zeit vor 15 Jahren, als noch das Puma-Schlüsselband aus der Hosentasche an der Seite herunterhing. Als es noch diese Typen gab, diese Skater-Jungs, die irgendwie so ein langärmeliges T-Shirt unter einem kurzärmeligen T-Shirt hatten. Was ist das? Sonst fällt mir auch nichts ein. Ich bin ein sogenannter Switcher. Ich würde sagen, ich ziehe einfach meine Hose aus. Und ich bin bisexuell. Ich wollte gerade kotzen. Wir sind so alt, ne? Die beiden haben jetzt endlich ihren Abschluss geschafft. Nachdem sie mit Mitte 30. Nachdem sie 2003, 4 und 5 auf ihr Abi hingearbeitet haben. Hurra, hurra, die AK ist wieder da. Neue Schule, neues Glück, neue Mädchen vor allem. Und da hinten seht ihr schon zwei exquisite Exemplare. Ich werde mal ein bisschen näher rangehen. Ist nicht so gut gealtert irgendwie, oder diese Aussage. Das könnte eine Kevin. Darum geht's ja in der Video-AG. Der sieht so richtig aus wie so ein Fußballspieler, der es nicht geschafft hat. Oh. Hallo, grüß dich. Ich wollte dich nicht stören. Hallo, ich bin der Olli. Vanessa, hi. Hi. Vanessa. Ja, ich hoffe, wir haben schon super. Der hat auch schon mehrere Abschlussklassen, also zumindest die davor war der dabei. Ist am Ende der Staffel vorm Altar stehen lassen von der anderen, die gerade bei dem Heini war. Aber ist jetzt egal. Die vorm Altar? Ja, die waren schon quasi. Die heiraten alle mit 18. Sind wir im Jemen, oder? Also für Zentralafrikanische Republik sind Abschlussklassschüler schon alt. Haben die Hälfte schon hinter sich. Isi, was glaubst du, wie lange das mit Franzi? Die auch schon 4 Jahre dabei. Wenn man bedenkt, die Franzi hat einen Oliver vorm Traualtar stehen lassen, wegen Spike. Also das muss schon wahre Liebe sein. Sag mal, Tina, was ist eigentlich... Boah, Tina. Die war auch noch nicht viel in der Sonne dieses Jahr. Tina sieht aus wie so ein laufendes MeToo-Movement. Wer? Den Jürgen. Oh, eine große Überraschung. Jürgen! Ja, ich komm! Das ist doch der Jürgen! Hallo, Jürgen! Hey, die? Blonde? Brett. Da lass ich nichts kommen. Oh. Sorry, aber... Das ist schon ernst. Trotzdem seid ihr nur zwei. Das ist... Seid ihr. Zu zweit schafft ihr das, glaube ich, echt nicht. Schafft's. Also, der hat mir so eine Herzkette geschenkt. Also, wie gesagt, die ist auch schon 4 Jahre dabei. 3 Jahre für ihr Abi gebraucht. Also, für die Abschlussklasse, die so lange braucht wie alle anderen für die Oberstufe. Du hast schon... Schaust ihn dauernd hin. Da drüben, wer ist denn das? Wer? Meinst du den Kleinen, den Tobi the Weasel aus der WG, aus unserer? Oder meinst du seinen besten Kumpel, den Phil? Den Hero-Chan. Ich denke auch, ja. Mhm. Ach, jetzt. Aber es ist immer zu, ich meine. Wie dieser Hero-Chan da vorbeiläuft. Ich hab den mal bei Facebook gestalkt. Die arbeitet jetzt bei Sky irgendwo. What? Aber nicht als Reporter oder so. Also halt behind the scenes. Kannst du mir mal eine Latte-Karte machen? Oh, guck mal, damals gab es noch Handyfahren zur Sendung auf Abgaben. Aber jetzt bist du auch noch in den Videotext. Hat man noch den Sound als Polyphon aufs Handy gekriegt. Ich mach mir dann einfach gleich. Stell ich ein Klavier rein. Ein Klavier? Ja, damit halt irgendjemand dann spielt oder damit es ein bisschen Schatz, aufregender du willst, ist. Du willst doch nicht hier in die Kneipe ein Klavier reinstellen, das passt doch gar nicht. Das ist doch dann keine Kneipe mehr. Ja, dann war es vielleicht... Zieh dir den Boden unter den Füßen weg. Das war sein einziger unternehmerischer Trick. Ein Klavier in Laden. Da kam noch niemand drauf. Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Der macht da so ein Saloon draus. Ich weiß ja nicht. Sollten ihm mal Bescheid geben. Nee, auf keinen Fall. Der soll sich zum Deppen machen. Der findet ja schon noch früh genug raus, dass sie echt die Schulmatratze ist. Ja, ich diese Haare so schlimm. Der sieht aus wie so ein Oblivion-Charakter.
ein Hochelf. Wenn du jetzt noch so spitze Ohren hättest und so rote Augen. Diese Frise, die kannst du doch keinem erzählen. Das ist nicht mal ein Fukuhila. Ich weiß nicht, was das sein soll. Nicht mal Frauen haben solche Haare. Ich hab sofort diese Oblivion-Musik im Ohr. Hey! Wie verbleiben halt, stopp! Wir sagen es nicht. Lass uns kommen. Ja, schon. Ich denke mir nur, wie kann der sich das leisten? Das ist wie bei Sims. Das hat auch noch keiner im Real Life gemacht, diese Geste da gerade. Ah, die hat schon was, ne? Ja, ein bisschen. Ich hasse so Leute, die hier so Leberflecken haben. Das sieht aus wie ein Fischrestaurant, so eine Kneipe. Da kriegst du so einen Poseidon-Teller da unten an dieser halbrunden Couch. Also das ist ein Hamburger Klavierhaus. Also. Du, Probleme. Ja. Also meinst du auch ins Eck hinter, oder? Ja, auf jeden Fall. Am besten. Ja. Das sind ja Bombenkekse. Wenn du jetzt noch Klavier spielen kannst, bist du eingestellt. Ja, ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich wollte immer so ein Militär damals. Alle Bäume abgegriffen, der coolste Checker der Schule. Ja, der ist so schlimm, Saini. Immer so eine Fresse zum Reinschlagen. Und diese Frise, die hatte ich aber auch so 2007. Guck mal noch dieses Armstrong. Awareness-Ding. Awareness-Band. Die sieht aus wie Elvis ein bisschen noch mit dieser. Sieht aus wie Jimmy Neutron. Das ist wirklich so. Nein. Ich behaupte nicht, dass ich viel von Frauen verstehe, aber. Nee, bist du am Altar verlassen worden? Von dir würde ich keinen Ratanschule annehmen. Sind die da unter Wasser eigentlich? Das ist der Keller vom Fischrestaurant. In der letzten Folge noch mit dem einen in der Küche morgens, jetzt mit dem anderen. Das ist wirklich die Wanderhure der Abschlussklasse. Das war so eine richtig schöne Breaking Bad-Hero-Nacht. Fast an der eigenen Kotze, Alter. Erstickt. Zur Schule. Ich bin viel zu spät jetzt schon zu zur Schule. Ja. Der muss zur Fixerstube, Alter. Wirklich. In die Schule guck mal wieder aus. Mein Methadon. Ich hätte das Abi aber auch nicht geschafft. Die haben so viel mit ihren Hormonen zu tun. Da bleibt Zeit für nichts anderes, außer vielleicht noch Kellnern. Die arbeiten ja auch noch alle. Also ich glaube, die riecht nach Füßen, so wie die aussieht, ganz ehrlich. Die sieht so aus, als würde die nach Füßen riechen. Der wollte sich gerade einen Schuss setzen, hat ihn richtig gestört. Kannst du mal zwischen meinen Zähnen gucken? Ich glaube, da ist noch irgendwas frei. Komm, lach doch mal für den Olli. Du bist viel reizender und viel hübscher, wenn du lachst, ne? Naja. Da ist auch viel Luft nach oben. Ach, Film macht ihr schöne Augen. Ich denke, die hat früher Wendy gelesen, so sieht die aus. Ich denke, die liest heute noch Wendy. Wenn ich traurig bin, dann jerk ich mir. Gönne ich mir immer was zu essen. Das ist ein super Tipp. Klasse. Jetzt muss sie auch noch fett gemacht werden, die hat ja sonst keine Probleme. Die Franzi treibt ein ganz schön fieses Spiel mit Phil, der soll sich ja nicht von ihr verarschen lassen. Die Sache mit dem Spike ist einfach noch nicht gegessen. Immerhin hat sie mich bei unserer Hochzeit wegen dem Spike verlassen. Kommt er nicht drüber weg. Spike hat auch so Oberarme wie du Finger hast. Es ist schon, da merkt man halt wirklich, wie man älter wird. So. Damals habe ich gedacht, ey krass, voll die Erwachsenen. Wenn ich den heute sehe, denke ich, was sind denn das für Würstchen? Wirklich. Ich finde das so geil. Sie haben wirklich bei dem Schreiben dieser Dialoge irgendwie so 20 Jahre übersprungen. Wer hat dann in der Abschlussklasse kocht für seine Freundin und sagt, jetzt komm mal nach Hause. Ich meine, das ist alles jetzt nicht so glaubhaft, aber das ist doch schon, was denken die sich denn? Wie gesagt, ich weiß eh nicht, warum die alle drei Jobs jonglieren und gemeinsame Wohnungen haben und was weiß ich. Warum haben die so ein Leben? Ich habe damals einfach zu Hause gewohnt. So. Where are your parents? Der eine Alter. Hat eine Kneipe, ja, so wirklich. Das ist viel besser. Was ist das für ein Hass an? Da ist Selim. Siehst du?
Welches Chromosom fehlt dem denn? Das sieht aus wie so ein Homo erectus. Zimmer Leipzig. Oh, diese. Das ist halt wirklich, das sind Leute, die sind so Ende 20, Anfang 30. Und tun so, als wären die 17, 18. Wie sie da fürstlich frühstücken, habe ich meine ganze Abschlussklasse nicht einmal während der Schulzeit so gegessen. Da bin ich um kurz vor sieben aus dem Bett gefallen und in den Bus und dann war ich in der Schule. Einen halben Toast reingedrückt, ja. Fertig. Guck mal, die haben sogar Aktimel. Gut, die haben so das Knäckebrot gefächert hingelegt, wie jetzt wie im deutschen Hof. Oh, links? Granate. Lass ich nichts drauf kommen. Halleluja. Ich glaube, da waren die zusammen. Ja, genau. Ich glaube, da hat der auch Hero gedrückt. Da hat jeder mit jedem und drei und viermal. Das ist so schlimm, wirklich. Da geht es schlimmer zu als in so einem katholischen Kloster. Ich mache mir auch so blonde Strähnen, glaube ich. Ja, den Ohrring hast du ja schon. Vor dir ekel ich mich. Boah, ja, das sieht man aber auch. Die ist ungewaschen. So, die hat einen Kackstreifen in der Hose, so sieht die aus. Ähnlich wie die andere. Eine Bremsspur. Die riecht so permanent nach so abgestandenem Bier. Oder alter Wäsche. Oh, ich finde, die hat auch Mondgeruch. Er hat einen reichen Vater, dann ist der Vater, hatte keine Kohle mehr und dann musste er als Hausmeister in der Schule arbeiten, weil er sonst kein Geld mehr hatte. Richtiger Landing Strip im Gesicht, der Typ. Ich würde echt gerne wissen, wer das aufgehängt hat. Ich meine, das ist doch geil. Die andere, auch geil. Die linke. Die hat nämlich so wieder das R rollt. Das ist die Sandra. Es gibt so viele Menschen da. Die hat so eine lustige Freundin, die so eine Hessin ist. Die fand ich damals geil. Und fleißig am Tutteln. Flappen? Flappen? Das ist die Sandra mit dem R. Sandra. R. Flappen die da? Flappen die da oder was? Ist das ein richtig netter Bube? Hey Leute! Ich hab ihn gefunden! Sam, was machst du für Dummheiten? Wir haben schon gedacht, du willst dir was antun. Den sich jetzt mit einem Bier umbringen. Im Gebüsch. Ich kann einfach gar nichts kriegen. Geht's von mir weg, ich trinke das. Noch einen Schritt weiter und ich trinke noch einen Schluck. Dieses Zimmer. Sag mal, hast du eigentlich schon irgendwelche Pläne? Warum sollte ich Pläne? Ja, mach einen Kaffee auf, eine Kneipe. Mach doch bei der Abschlussklasse 06 mit, die Welt steht dir offen. Mach doch nächstes Jahr nochmal Abi. Und dann stirbt sie in der Mitte der Abschlussklasse. Die hat echt ein armes Schicksal. 3 Jahre Abi versucht, dann geschafft und ein halbes Jahr später geht sie drauf. Da hinten ist die Häsin. Ja, die Annen kommen gleich. Die Annen kommen gleich. Ich finde das nicht witzig. Die Annen kommen gleich. Dann hast du jetzt ein Big Problem. Ein Big Problem, eine Überraschung. Du hast gewonnen bei der FFM Morning Show. Vielleicht packe ich mir auch einfach nur meinen Rucksack und verschwinde irgendwo hin. In die nächste Abschlussklasse mit ihrem Rucksack. Und dann wartet sie auf Basketballplätzen, bis so Junks vorbeijoggen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, so wie wir sehr, sehr viel Spaß hatten. Ja, absolut. Ja, wenn ihr irgendwie Lust habt, nochmal mit uns mehr schauen wollt, dass wir einen ganzen Kanal machen, wo wir jede Episode reagieren, dann schreibt's drunter, sagt like Bescheid. Und subscribe und ja, man sieht eigentlich, wie man sich verändert, wenn man heute und damals, also ich kann es nur von meiner Seite sagen, du kennst es von damals ja nicht. Ey, das ist ein gutes Zeichen. Wenn man jetzt nicht cringen würde, dann wäre jetzt was verkehrt, aber ganz verkehrt. Also, wer rastet, der rostet, wer sich ändert, bleibt sich treu. In diesem Sinne, euer hässlicher Rundfunk.
Und ich dachte die ganze Zeit, ich kenne den. Und 3 Monate lang hat es gedauert, bis ich drauf komme, woher ich den kenne. Das lässt sich gut reinschreiben. Ja. Reinschreiben. Es geht kein Video vorbei, ohne dass sowas passiert. Dann verschwom ich mit sowas, hey. Ich hab den Glauben, sowas gehört. Hey. Das lass es, hey. Hey, heißt das, dass du liebst mich? Ja, ich brauche dich. Meinst du das wirklich ernst? Klar. Hey, gut. Ja, und ich auch. Der ist so komplett klar. Der sieht aus wie so ein Method Zac Efron. Der könnte bei Malcolm mittendrin als dritter Bruder mitspielen. Spike, meinst du eigentlich, du kriegst die Franzi nochmal rum? Er sieht okay aus. Ich habe jetzt schon wirklich so viel probiert. Der Rechte. Ich merke anscheinend, dass es einfach nicht so ist. Er sieht halt ein bisschen aus wie so. Er sieht aus wie ein Teppichverkäufer, so ein Großhandler. Wenn du einfach merkst, du glaubst an deine Sache, und es funktioniert einfach nicht. Irgendwo in Neu-Isenburg.